Willkommen, Freunde, zurück bei My Little Pony Containment is Magic. Ja, auf Wunsch hin spielen wir dieses Spiel nochmal. Außerdem habe ich herausgefunden, wie man speichert. Es ist natürlich F5, wie eigentlich bei den meisten Spielen, dass ich darauf nicht gekommen bin. Naja, ich weiß noch nicht, wie viele Parts wir machen. Vielleicht machen wir mehrere Parts, vielleicht spielen wir es sogar durch. Es könnte möglich sein, vielleicht machen wir auch nur einen Stundenpart. Je nachdem, jetzt wo wir wissen, wo speichern, können wir auf jeden Fall ein bisschen mehr machen. Und ich muss ja zugeben, mich interessiert es ja auch. Ich frage mich vor allem, ob das Spiel überhaupt ein Ende hat. Ja, danke, danke. Ja, wieder mal ein bisschen ins Spiel reinfinden. Wir haben es ja schon lange nicht mehr gespielt. Auf jeden Fall sind immer noch die Ponys hinter uns her. Oh oh. Ich habe das Gefühl, das sind so. Das ist genau so ein Elektro-Dingens, die mich schon mal getötet haben. Na toll. Ich komme da nicht durch. Ich weiß nicht, ob ich im Let's Test die schon hatte. Aber ich weiß nie, wie ich bei denen vorbeikommen soll, ehrlich gesagt. Nie. Habe ich noch nie rausgefunden. Ich sterbe immer. Den Zettel müssen wir eigentlich gar nicht mehr mitnehmen. Ja, wie ihr seht, auf Wunsch hin spielen wir das. Wir können vieles auf Wunsch hin spielen, wenn ihr wollt. Schlagt mir die Spiele vor oder wenn ihr andere Spiele nochmal sehen wollt. Also, die Let's Plays sind ja abgeschlossen, aber ich meine jetzt Let's Test mäßig oder so. Gar kein Problem, können wir auf jeden Fall machen. Hier, ah, hier gibt es einen Stromkasten. Guck mal. Kann ich den nicht irgendwie. Hallo? Kann ich das nicht irgendwie aufmachen? Hey, wie soll ich denn hier irgendwie was machen? Alter! Ich habe ja auch nichts. Huch, das war knapp. Türe schließen wird ja wohl kaum was bringen, oder? Nö. Müsste man was machen können. Das kann auch nicht wahr sein. Wartet mal. Nee. Ist das hier ein Kabel oder ist das einfach ein Strich? Wie soll ich hier langkommen? Okay. Bin ich tot? Ja, ich bin tot. Mann, ich weiß nicht, wie ich da vorbeikomme. Es kann nicht sein, dass wir jetzt da immer sterben. Hallo? Warum ist alles schwarz? Hallo? Hallo? Scheint irgendwie nicht so ganz zu klappen. Das ist irgendwie gerade fällig. Wir nehmen nochmal einen neuen. Weil, ja, mit dieser Barriere, ich weiß es nicht. Ich weiß tatsächlich einfach nicht, wie ich durch diese Barriere kommen soll. Vielleicht braucht man was, aber am Anfang hat man noch gar nichts. Das ist irgendwie doof. Ich dachte jetzt, der Stromkasten, das wäre die Lösung. War es aber leider nicht. Schade eigentlich. Also wie gesagt, mit mir kann man immer reden. Ich spiele einfach nur die Spiele, die mir Spaß machen. Also das heißt nicht immer, dass ich genau das mache, was ihr möchtet. Weil sonst bin ich ja natürlich vielleicht einfach nur angepisst, wenn mir die Spiele selbst nicht Spaß machen. Also sie müssen mich auch interessieren. Und dieses Spiel ist eigentlich irgendwie ganz witzig. Deshalb mache ich das auch. Und ja, mal sehen. Also zum Beispiel hat mir auch einer mal Dragon Ball vorgeschlagen. Das mache ich auch irgendwann, auf jeden Fall. Aber es kommen gerade so viele andere tolle Spiele raus. Und ich habe noch andere Projekte am Laufen, die ich gerne zuerst noch abschließen möchte. Aber auch ein Dragon Ball Spiel wird auf jeden Fall kommen. Und jetzt ja dann One Piece Pirate Warriors 2. Wuhu, auf jeden Fall. Muss einfach sein. Einfach cool. Und das kommt noch Beyond Two Souls. Oh ja, werden wir auch spielen. Da bleibt halt wenig Platz für anderes. So, speichern wir nochmal. Game saved, da sieht man schon. Hoffentlich haben wir jetzt nicht wieder so eine Elektrobarriere. Das wäre doof. Vielleicht sollte ich die Maus nicht ganz so krass einstellen. Ja, ich glaube, so ist besser. Ja, so ist weniger gut. So ist besser. Okay. Schon wieder? Alter, wie kommen wir denn hier durch? Das muss doch irgendwie gehen. Aber ich speichere mal genau hier. So. Muss doch irgendwie gehen. Komm. Diese Rätsel müssen wir doch lösen.
dass man das hier nicht aufschließen kann. Das verwundert mich schon. Habe ich irgendwas übersehen? Wartet mal. Kann ich irgendwie hier... Also die Gasmaske wird ja wohl kaum was bringen. Und was soll ich mit der Batterie? Ja, wird ja wohl kaum was bringen. Kann ich höchstens irgendwie ins Navi dann schmeißen oder so. Haben wir hier irgendwas übersehen? Mülleimer? Mülleimer bringt auf jeden Fall wahnsinnig viel. Das war nur eine... Ja, das war nur die Information. Hier... über Pinkie Pie, das bringt mir aber eigentlich nichts. Zurücklaufen will ich eigentlich nicht. Dass ich auch hier nichts mitnehmen kann, so einen Gegenstand da reinschmeißen. Bringt aber auch nichts. Nö, schade, ich dachte, wir könnten das öffnen. Können wir aber nicht. Ja, ich weiß gerade nicht. Erwischt mich immer. Sogar wenn ich nicht voll drin stehe. Ich check das nicht. Wer von euch checkt das? Ich dachte, jetzt wäre ich durch. Ich glaube, man muss doch durchlaufen. Warte mal, konnte man nicht auch rennen? Ging das nicht auch? Wartet mal. Ach ja, okay, dann rennen wir einfach durch. Komm schon, mach. Ach so, man soll einfach durchrennen. Na toll. Muss man auch mal drauf kommen. Gut, jetzt sind wir wieder hier. Diesen Ort kennen wir, glaube ich, auch, oder? Nee, oder? Kennen wir den schon? Waren wir hier schon mal? Ich glaube nicht. Hallo? Ich speichere mal, weil wir jetzt durch diesen blöden Dings durchgekommen sind. Nur so zur Sicherheit. Jetzt drücke ich dann immer permanent auf F5, weil ich es kann. Wir könnten da hoch, aber ich will mich noch hier umgucken. Oh, das Navi. Zettel will ich nicht. Ja, ich glaube, diesen Raum kennen wir wiederum. Was? Sowas ist uns auch noch nicht passiert. Ich speichere wieder. Stehst du hier? Nö. Gut. Ich gehe nochmal zurück. Oh, was haben wir hier? Ach ja, genau, die SD-Karte. Für Level 2. Brauchen wir auf jeden Fall auch. Pony, wo bist du? Was gibt's eigentlich hier oben? Irgendwas Interessantes? Zettel auf jeden Fall. Wir können uns ja mal angucken. Wir können es ja immer noch wegschmeißen. Was ist denn das? Das will ich jetzt nicht durchlesen. Von mir aus könnt ihr es ja lesen. Oh, da hat ja schon wieder jemand gespeichert. Oh, warum nur? Jetzt, wo wir die Möglichkeit dazu haben, was ist das denn? Aha. Okay. Ja, keine Ahnung. Weiß ich noch nicht, was wir mit dem anfangen können. Was haben wir hier? Was ist das? Aha, für die Augen. Ach, dann bleiben sie vielleicht länger geschützt. Ich weiß es nicht. Hier gibt es ja ganz schön viel. So viel haben wir ja vorhin gar nicht entdeckt. Ups. Manchmal spinnt das Spiel ein bisschen. Es hat ein bisschen eine Übersteuerung. Gut, dann wollen wir mal weitergehen, oder? Du störst mich ja nicht, Pony, oder? Du bist ja lieb zu mir. Du bist ein ganz liebes Pony. Ich hab dich doch auch lieb, Pony. Wollen wir nicht zusammen spielen? Gut, dann wollen wir uns mal hier hineinbegeben. Ach ja, genau. Hier ist ja wieder der Schnatz, der gar kein Schnatz ist. Tut mir leid, ich hab das Wort schon wieder vergessen. Konnte mir sowas noch nie merken. Oh, wir haben alles voll hier. Komm, ich schmeiß mal den Zettel raus. Brauchen wir eh nicht mehr. Ach nö. Fick dich doch. Ist das Bild dunkler geworden? Ich finde irgendwie schon, oder? Na gut. Machen wir einfach weiter. Wo sind wir hier gelandet? Huch!
War das denn jetzt? Ich höre was. Ich höre was. Ich habe Angst. Ich speichere. Nichts. Aber ich höre die ganze Zeit was. Ich weiß aber nicht, was es ist. Es hört sich komisch an. Kommen wir hier hinein? Mann, wo sind wir eigentlich? Wow! Alter! Wie fies! Alter, Herzinfarkt gerade! Ab jetzt hasse ich Ponys! Du bist so ein Drecksack! Alter, verschwinde! Lass mich! Ernsthaft, ey, mit sowas hat... Oh. Ein zweites Navi brauchen wir nicht. Ups. Ernsthaft, mit sowas hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Alter. Jetzt habe ich doch Schiss. Jetzt habe ich Schiss von einem Pony, na toll. Na, tiefer kann ich auch nicht mehr sinken. So süß sind die dann doch nicht. Ey, belästige mich nicht mehr, okay? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Hä, waren wir hier nicht schon mal? Nee, das ist der genau gleiche Raum, einfach anders. Nee, hier hat's keinen Schnatz. Wir könnten hier die Karte benutzen. Oh, genau, genau. Hier war ich auch schon mal, als ich einfach so gespielt habe. Habe ich aber nicht gecheckt. Habe ich überhaupt nicht gecheckt, was man hier machen kann. Man kann das Zeug hier verstellen. Kann man das anschalten? So. Dann gehen da die Türen zu. Ja, das war's eigentlich schon. Ach ja, genau, jetzt noch so ein Erste-Hilfe-Koffer. Aber sonst weiß ich echt nicht, was das bringt. Ich bin sogar mal hineingestanden. Ist gar nichts passiert. Ist einfach nichts passiert. Vielleicht sollten wir den Zettel mitnehmen. Jetzt, so. Mal sehen. Das sieht irgendwie auch nicht so interessant aus. Keine Ahnung. Weiß es nicht. So, es passiert einfach gar nichts mit dieser Maschine. Ich weiß es nicht. Tut mir leid. Vielleicht brauchen wir die noch. Vielleicht können wir gar noch nichts damit anfangen. Ich brauche die Gasmaske. So, unseren ersten Schocker haben wir schon hinter uns. Ich hoffe ja insgeheim, es war der letzte, aber das war es bestimmt nicht. Oh, hier haben wir eine Treppe. Oh, Keycard. Wir haben keine mehr. Wir müssen eine neue suchen. Dann suchen wir halt eine neue. Huch. Übersteuer doch nicht so. Das gefällt mir nicht. Hallo? Was? Nein! Hau ab, hau ab, hau ab! Alter! Hau ab! Nein, lass mich! Alter, Tür zu! Ich weiß, dass es nichts bringt. Alter, lass mich, lass mich. Muss ich das hier hineinlocken? Aber das kann ich doch niemals hier hineinlocken. Alter, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich verstecke mich da drin. Nein, ich bin nicht reingekommen. Hallo, Pony! Scheiße! Hätte ich denn dem Pony jetzt entkommen sollen? Das klingt irgendwie komisch. Hallo? Ah, ich lebe noch. Hey, ich lebe noch. Hä? Wo bin ich? Was zum Fuck? Hä? Hier ist alles farbig. Alter, wo sind wir? Ich speichere mal. Hä? Das geht nie ab. Mann, hier ist alles so regenbogenartig. Mir dreht sich der Kopf. Au! Jetzt ist es dunkel. Ich sehe nichts mehr. Was? Hä? Was war das? Was war das? Hallo? Ja, liebe Freunde, das Spiel ist abgestürzt. Wir sehen uns, ich würde sagen, in der nächsten Folge wieder. An derselben Stelle wieder. Wir machen tatsächlich ein paar mehr Parts. Ich weiß nicht, ob wir es durchspielen werden, aber wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen
weiterspielen. Ich glaube, das ist ja auch in eurem Interesse. Würde ich einfach mal so behaupten. Ich weiß es nicht. Ich hoffe es zumindest. Und deshalb, ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao.